war überwältigend. Alle unbeantworteten Fragen, die ich hatte, wurden durch das, was ich in der Werkstatt gesehen hatte, noch bohrender. Die Ereignisse bei der Universität waren Teil von etwas viel Größerem. Etwas, was vor 17 Jahren begonnen hat. Ich wollte da rausgucken. WTF, ich kann nicht da rausgucken. Da. Heißt nicht mehr. Oh Mann, das ist echt krass, ja. Was hier gerade vor sich geht. Okay, Trockendocks. Zu den Trockendocks. Bin fast da. Ich muss zu Paul gelangen. Schon unter mir. Das ist hier ein PC wieder. Mal gucken. Von Charlie Wincourt. Alarm. Unbefugter Zutritt an Monarch Teamleiter. Alarm. Unbefugter Zutritt. Nick Masters ist ausgebrochen und in der gottverdammten Sicherheitsstation. Welcher Schwachkopf ist für die Bewachung der Universitätszeugen verantwortlich? Daniel kann sich als gefeuert betrachten. Wie sich so ein spindeldürrer Taxifahrer an euch vorbeischleichen kann, übersteigt wirklich meine Vorstellungskraft. Aber er hängt gerade auf Facebook rum, und zwar über ein Hochsicherheitsterminal von Monarch. Ja, Facebook. So sicher fühlt er sich gerade, auf seine Stellung vorrücken. Sofort, bevor er noch herausfindet, wie er tatsächlich Schaden anrichten kann. Oh, erinnert euch noch an Jack Joyce? Der Typ, den ihr eigentlich gefangen nehmen solltet? Ja, der schießt sich noch immer quer durch unsere gesamte Operation. Bekommt eure Scheiße gebacken, Charlie. Oh Mann. Der Nick ist ja auch nicht der hellste, wa? Nicht der hellste, meine ich gerade, weil... Was geht da auf Facebook, ja? Ist klar, dass die alle entdecken. So. Oh. Da ist... Da ist der Punkt. Ist hier hinten irgendwas vielleicht? Ne, aber hier ist auch ein Lift. Hier war doch irgendwas. Na, ah, Mist. Nee, erstmal komme ich dort irgendwie. Ups. Ich will das Schild eigentlich nicht mal aktivieren. Etwas stimmte mit Paul nicht. Kronon-Syndrom. Er hatte seine Kräfte schon viel länger als ich, aber was war die Ursache? War ich auch krank? Oder war es seine Zeitreise? Ich wusste es nicht und es machte nichts von dem, was er getan hatte, weniger verabscheuenswert. So, mal lesen wieder. Von Sophia Emeril, Reply, Dr. Kims Labor und Serenes Medikamente. Mal gucken, was sie denn geschrieben hat. An Sophia von Fiona. Betreff, genau. Dr. Emeril, besteht die Möglichkeit, dass ich Zugang zu Dr. Kims Labor erhalte, um nach Dateien zu suchen, die uns bei unserer Forschung weiterhelfen könnten? Ich bin etwas besorgt über unseren langsamen Fortschritt bei der Entwicklung eines Heilmittels für Paul Serenes Chrononon-Syndrom. Die Medikamente sind für eine vorübergehende Lösung. Sind nur eine vorübergehende Lösung. Ich weiß, dass Dr. Kim von seinem Tod kurz davor... Was? Achso, Dr. Kim. Der ist ja gestorben. Genau, der ist ja damals gestorben. Ich weiß, dass Dr. Kim vor seinem Tod kurz davor war, ein Heilmittel zu entdecken. Ich weiß, dass sie dieses Labor benutzten, um Paul Serene seine Medikamente zu verabreichen. Aber könnte ich mir vielleicht während der Gala heute Nacht ihre Schlüsselkarte borgen, um weitere Nachforschungen anzustellen, während alle mit anderen Dingen beschäftigt sind? Fiona Miller. Fiona, ich teile deine Bedenken, Pauls Medikamenten verlieren mehr oder mehr ihre Wirkung. Auch ich nehme an, dass der Ausbruch des Risses die Progressionsrate des Chrononon-Syndroms exponentiell steigern wird. Ich habe versucht, einen zielgerichteteren Ansatz zu nehmen, um eine dauerhafte Heilung für Pauls Krankheit zu finden, aber Morton Hedge hat alle notwendigen Ressourcen unserer Technologieabteilung abgezogen. Ich fange an, sein Verhalten zu hinterfragen.
Alle Versuche, die ich unternommen habe, um eine Heilung zu finden, sind bei Martin, auf eine Wand geprallt. Nur so unter uns. Ich fange an, mich zu fragen, ob Martin überhaupt möchte, dass Paul geheilt wird. Ich habe mir Martins Vergangenheit angesehen. Er hat 2001 angefangen, bei Monarch zu arbeiten, aber ich konnte keine Aufzeichnung über seine Vergangenheit oder über Aspekte der Zeit davor finden. Es ist beinahe so, als ob er aus dem Nichts aufgetaucht wäre. Er war als einziger bei dem Unfall dabei, der Dr. Kims Leben gekostet hat. Ich möchte ja keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber ich frage mich, was er wirklich vorhat. Zu deiner Frage. Leider gibt es nichts von Wert in Dr. Kims Labor, außer Pauls Medikamente und vertrauliche Dateien, die dir nichts bei deinen Nachforschungen helfen würden. Wir müssen einen anderen Weg finden, um ein Heilmittel zu entwickeln. Dr. Sophia Emeril, Leiterin der Forschungsabteilung. Also so schlimm steht es um Paul. Dokumente, The Sudden Stop, der letzte Alex Casey-Roman von Alan Wake. Diese Ausgabe ist vom Autor signiert und Emily Berg gewidmet. Oh. Was ist. Achso. Ist hier noch irgendwas? Da liegt noch was. Reply Jack. An Beth Wilder. Okay. Beth, es wird behauptet, dass sowohl William als auch Jack Joyce gefangen genommen wurden. Hast du William davor noch gesehen? Hat er dir gesagt, wo sich die Gegenmaßnahme befindet? Du sagtest, du könntest Jack da rausholen. Was ist passiert? Hier gibt es eine interessante Entwicklung. Während das Team mit der Operation an der Universität beschäftigt war, konnte ich einige alte E-Mails zwischen Paul, Serene und Dr. Kim durchgehen. Der Inhalt der Nachrichten ist sehr kryptisch, aber bevor Kim gestorben ist, hat er einige Tests in seinem Labor durchgeführt und Williams Forschung und ein Gerät, das damit in Verbindung steht, hatten etwas mit dem zu tun, was er dort getan hat. Hat er etwas von der Gegenmaßnahme gewusst? Ich denke, ich muss irgendwie in Dr. Kims Labor kommen und mehr herausfinden, aber seit seinem Tod ist der Zugang beschränkt. Wir haben aber keine große Wahl. Falls Jack und William gefangen genommen wurden, könnte das Labor unsere einzige verbliebene Spur sein. Ich weiß nur nicht genau, wie ich das anstellen soll. Ich kann sicher nicht einfach jemanden fragen, ob er mich reinlässt. Fiona. William Joyce ist tot. Unsere einzige Chance, die Sache aufzuhalten, ist Jack. Er kann uns zur Gegenmaßnahme führen. Davon bin ich noch immer überzeugt. Serene hat Jack an der Universität vor mir erreicht. Es war zu gefährlich für mich, um etwas zu unternehmen. Er wird nach Ground Zero gebracht. Ich folge dem Konvoi und werde ihn retten, sobald sein Transport die Sicherheitskontrollpunkte passiert hat. Es wird nicht einfach werden, aber es ist möglicherweise unsere einzige Chance. Lenk Charlie Wincott ab, damit er sich nicht die Sicherheitsaufnahmen ansieht. Ansonsten würde ich nicht lange unentdeckt bleiben. Du musst meine Augen im Inneren sein. Ich finde auch, du solltest dich im Dr. Kims Labor umsehen. Lass mich wissen, was du findest. Ich weiß, es wird schwierig, Zugang dazu zu bekommen, aber durch die Garleute Nacht hast du vielleicht eine Möglichkeit. Vielleicht kannst du Dr. Emerys Schlüsselkarte stehlen. Ich werde dich wieder kontaktieren, sobald ich drin bin. Ah, die Fiona. Ich glaube, das ist die, die in der Serie den Charlie das Essen gebracht hat. Mit dem Ei und so. Wisst ihr noch? Ja, stimmt. Und die ist... Ach, die ist... arbeitet auch mit uns zusammen. Das ist doch praktisch. Praktisch. Sind hier noch mehr Gegner? Nein, kenne ich nicht. Aber ich gehe von... Ah. Hier hinten. Guck mal, hier hinten. Da ist es. Komm zu mir. 4 von 7 Krononenquellen gefunden. Ich habe 4 Punkte. Ich habe 4 Punkte. Mal gucken. Verbesserte Bedrohungserkennung wird länger angezeigt. Glaube ich, brauche ich nicht. Zeitstopper. Nee, auch nicht. Größer. Wuschen. Zeitfokussierung dauert noch länger. Zeitschild. Nee. Aber ich glaube, ich mache noch 2 weitere. Ich glaube, ich spare mir die und mache nochmal das und das, dann sich die schneller auflädt. Das ist, glaube ich, die bessere Wahl. Weil so viel Durchschlagskraft, wie das Ding hat, brauche ich eigentlich so gut wie fast nichts anderes. Manchmal. Ja, also...
wir mal weiter. Was haben wir denn? Ja. Jack, versteh doch, Will hat mir keine Wahl gelassen. Was ist nur mit dir geschehen? Kämpfen ist zwecklos. Du hast ihn umgebracht. Ich werde es dir erklären, wenn die Zeit reif ist. Wir sehen uns heute Abend auf der Monarch Gala. Gala? Die Zeit endet und du schmeißt eine beschissene Party. Wenn die Zeit endet, tut es mein Plan. Nein, hier und jetzt. Ich gehe nicht auf diese... Das tust du. Ich habe es bereits gesehen. Was hast du gesehen? Was soll das alles? Auf Wiedersehen, Jack. Nein! Ja. Beim Handy wegpacken, ruft er noch Nein. Das würde ich mich genauso machen. Was steht hier? Mal gucken. Von Clarice Ogawa. Liam Bragg's Status an Martin Hedge. Gucken. Ich höre einen Hubschrauber. Oh, so viel zu lesen. So viel zu lesen. Okay. Fangen wir hier an. Sir, ich habe über Liam Bragg nachgedacht. Ich weiß, dass Sie nun schon eine ganze Weile eng mit ihm zusammengearbeitet haben und er sich immer als nützlich erwiesen hat, aber es gibt Einsätze, auf die wir ihn nicht schicken können, weil seine Sicherheitsstufe zu niedrig ist. Die Tatsache, dass wir ihm so gut wie nichts über die zukünftigen Geschehnisse an der Universität erzählen können, über die Anomalien, die wir erwarten, über die Folgen, macht aus ihm einen weitaus weniger effektiven Feldagenten, als ich es mir wünschen würde und verursacht ein hohes Maß an logistischen Schwierigkeiten, weil er trotzdem Teil der gesamten Operation ist und offen gesagt fühlt sich das nach verschwendetem Potenzial an. Ich bitte Sie, die Möglichkeit zu erwägen, Bragg in den Kreis der Eingeweihten aufzunehmen. Er hat den Großteil des Striker-Trainings mitgemacht und obwohl er das Programm nicht abgeschlossen hat, macht er auf mich den Eindruck einer gewaltigen potenziellen Bereicherung. Seine Dienstakte ist mustergültig und er hat einen ausgezeichneten Ruf als jemand, der Aufträge erledigt, ohne Fragen zu stellen. Darüber hinaus würde ich Bragg gerne in unsere langfristigen Pläne einbeziehen. Wir könnten einen Mann wie ihn auf unserer Seite gebrauchen und ich könnte ihn effektiver einsetzen. Lassen Sie mich wissen, wie Sie darüber denken. Ach, das ist einfach nur Ja oder Nein zu schreiben. Nee, er muss eigentlich den ganzen Text schreiben. Clarice, ich verstehe, weshalb du Mr. Bragg als Bereicherung für unsere Zukunftspläne ansiehst. Er ist zwar eine herausragende Persönlichkeit, aber leider ist er für die Art von Aufgaben, die du im Sinn hast, weniger geeignet, als es den Anschein hat. Lass mich erklären. Ja, er hat eine Striker-Ausbildung erhalten, aber Mr. Bragg wurde ausgeschlossen und das aus gutem Grund. Für die Person, die wir als Striker ausgewählt haben, bestehen strenge physische Anforderungen, eine gewisse moralische Flexibilität sowie die Art von Killerinstinkt, mit der man geboren werden muss, damit sie anschließend gehegt und gepflegt werden kann. Quasi ein animalisches Talent fürs Überleben. Mr. Bragg verfügt zweifelsohne über diese Qualitäten. Er wurde nicht vom Striker-Programm ausgeschlossen, weil er nicht über sie verfügt oder weil er die technischen Aspekte des Programms nicht verstand. Ganz im Gegenteil. Seine Leistungen waren außergewöhnlich. Ich stimme dir also voll und ganz zu, dass er ein beeindruckender Agent ist. Aber Striker müssen aufgrund der Natur der Sache über Projekt Rettungsboot und seinen Zweck informiert werden, zumindest als allgemein. Und das bedeutet, dass sie seine Folgen akzeptieren müssen. Leider besteht zwischen Mr. Bragg und seiner Frau eine tiefe Bindung. Aber Tatsache ist, dass wir ihr keinen Platz in dem Programm garantieren könnten, selbst wenn wir Mr. Bragg mit an Bord holten, um es gerade heraus zu sagen, wir brauchen keine weiteren Krankenschwestern und auch sonst haben wir unsere Kapazitäten erreicht. Wir brauchen Mr. Bragg, aber seine Frau brauchen wir nicht. Oh oh. Mr. Bragg würde das niemals akzeptieren, ganz besonders jetzt nicht, da Mrs. Bragg schwanger ist. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass er den Charakter und die Schwere der Bedrohung, die wir uns gegenüber sehen, nicht kennt. Was die Möglichkeit betrifft, dass er in anderen Aspekten zukünftiger Entwicklung eine Rolle spielen könnte, befürchte ich, dass Mr. Bragg trotz seiner scheinbar amoralischen Natur noch andere Skrupel haben könnte, denen er sich nicht einmal bewusst ist. Wenn er einen schwerwiegenden Loyalitätskonflikt auskämpfen müsste, würde er sich unter Umständen für seine Prinzipien und dagegen entscheiden, was in seinem besten Interesse wäre. Dieses Risiko will und werde ich nicht eingehen. Sir, angesichts der jüngsten Ereignisse an den Trockendocks verstehe ich nun genau, was Sie meinen. Ganz eindeutig hatten Sie recht damit, dass es mit Bragg's Loyalität nicht so weit her ist. Selbstverständlich haben wir eine Menge offener Fragen dazu, wie das so weit kommen konnte. Zunächst einmal verstehe ich nicht, warum sich Bragg mit Joyce einlassen würde. Es besteht keine Möglichkeit, dass er aus irgendwelchen altruistischen Beweggründen getan hat. Es muss mehr dahinter stecken. Wir wissen,
dass Burke Joyce' Transport nicht umgeleitet hat, da sein Aufenthaltsort zu jedem Zeitpunkt bekannt ist, also muss noch jemand anderes in die Sache verwickelt sein. Ich werde versuchen, mehr herauszufinden. Ach, Burke, Burke, Burke. Warum ist deine Frau auch nur schwanger? Nein, eigentlich nicht. Ich meine, es ist gut, dass Burke da seine Zweifel hegt. Und aufgrund seiner Moral einfach sagt, nee, das mache ich nicht.